Warum benutze ich eigentlich ein Haargummi als Ring? Verrat mir das. Kannst du mit Jahan mal zur Seite gehen? Zur Seite, nicht vor. Vor. Ich bin zur Seite gegangen. Ja, das ist die falsche Person. Ah, ich stehe zu weit hinten. Das ist doof. Ich hinter mich stellen. Ja, alle hintereinander stellen ist auch kacke. Stehen ja nicht alle hintereinander, ich nicht. Nein, nur nicht. Madora steht hinter Jahan. Arzt, ich will auch, aber ich komme da hinten eh nicht dran. Doch, den Hund treffe ich, so gerade eben. Dann 3, 2, 1, Feuer frei. Padau! Das ist echt ein bisschen lame. Das sind ja auch Sporen, die ich da abfeuere. Iiii, du sonderst deine Läuse ab, das ist ja voll eklig. Juhu, ein Erdelementar! Ich hab mir schon immer eins gewünscht, dankeschön! Dagegen sind, dürften wahrscheinlich Blitze vorteilhaft sein. Weil ich jetzt über Kreuz dürfte es ja. Alter, ja. Bäm! Todesstrafe von oben! Da liegt eine Leiche am See. Eine! Hunderte! Ja, die liegen. Ah ne, das war der. Das war der Geisterfahrerwitz. Kennst du den schon? Du bist so, oh mein Gott, du bist so schlecht. Kennst du den, Geisterfahrerwitz schon? Hä? Ich möchte ihn auch nicht kennen. Mach lieber Damage. Der Geisterfahrerwitz kann sowieso nur noch, so doch, das ist eine Frau. Nee, der Geisterfahrerwitz geht so. Fährt ein Autofahrer auf der A3 oder was auch immer, welche Autobahn lang, hört Radio. Ja, auf der Autobahn A3 ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und er so, einer, hunderte. Ja, ja, den gleichen gibt's, wie gesagt, mit der Frau. Oh, hab ich euch vergiftet, das tut mir aber leid. Nur Jahan, nicht Jahan, ist so. Heute ist allerdings auch. Am Arsch, ich bin eben verbrannt. Das ist mein schönen Hintern verbrannt. Wirklich. Halt noch mal, Dora! Du Sichelbommen! Oh. Schwächung! Alle Hauptattribute verringert! Drecksack! Haha! Oh, jetzt ist er in der Falt! Alter, das kriegst du wieder, Junge! Alte Plumpse Matt! Alter! Wirklich jetzt? Übertreib doch nicht da hinten. Soll ich jetzt da rankommen? Wirst du schon irgendwie schaffen. Doch willst du relativ weit treffen. Treffen? Come on and track me in the face. Hi! Mein Lieblingstier! Ah, oh, sie ist so groß geworden! Schön hast du sie groß gezogen! Ja, ich werf da ein Stöckchen und sag, hol das Stöckchen, Spinni! Hol das Stöckchen, Spinni! Upsi! Sehr schön! Na los, Spinni, komm! Hol dir ein feines Leckermännchen! Ja, ich setze direkt davor! Ich setze direkt davor und du triffst mich, oder was? Das erinnert mich halt die Erdspinne aus dem Anime Kamisama, den Rest kann ich nicht aussprechen. Das ist so krass. So eine Erdspinne, schön mit Prank, kannst du ordentlich den Rücken kratzen, dass du kratze. Rückenmassage mal anders, wenn er gibt. So. Aha, aha, wir sehen hier auf der ersten Base einen Magier, der gerade seinen Mitverbündeten gesegnet hat. Und nun hat er sich als Ziel die Und ich ziehe Velana. Velana, auf! Eisangriff, keine Ahnung. Wir sind hier nicht mehr Pokémon, ne?
Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ich spiele Velana, die schreckliche, den schrecklichen, das schreckliche, es schreckliche. Ich bin ja alle tot. Yay, ich spiele Ich spiele als nächstes erstmal Jahan. Was? Ich spiele als nächstes erstmal Jahan. Okay, aus. Jahan. Jahan, hier irgendwo Blut. Nee, oder? Geil. Der vor dir, wenn du den tötest, seid auch sehr. Jahan, Kopfschraubenattacke! Wähle dich, Talon! Auf in die Schlacht! Was kann ich denn momentan tun? Geht rumstehen. Ja, hier. Oh, noch mehr Gift. Au! Ja, wenn das schon nennt, schon. Was? Wieso liege ich? Ich hab mitbekommen. Auf. Ich hab nicht mitbekommen, dass ich liege. So, Spini kümmert sich um das zweite Erdelementar. Spini, vor, noch ein Tor. Gorim hinterher, 1000 Tore mehr. Wobei ein falsches Spiel. Spini! Kamehameha, gib es! Los, Spini! Setz Solarstrahl ein! Ich beschwöre Son Goku. Wie durch sind wir eigentlich? Wobei, so ein Go... Jahan kann ja so ein bisschen, also es ist ein bisschen weit hergeholt, aber es hat schon ein bisschen was in die Richtung, könnte man sagen. Kaka! Da? Entschuldigung, Spinny! Ich hätte eher durchaus gesagt, hättest du mal den vor dir abgefackelt. Hada, hada. Gomene? Mach euch beide mal glücklich. Oh, ich glaube, der große Glücklichmacher! Auch nicht so unglücklich. Du bist jetzt glücklich. Nee. Ich bin niemals glücklich. Ach, Madora ist dran, die hat aber keine Aktionspunkte. Ja, weil sie verkrüppelt ist. Ja. Ich kenne das Wort glücklich zwar, aber ich weiß die Bedeutung nicht von diesem Wort. Ich bin nicht tot. Bin ich tot? Ja, das ist aber nicht das Problem. Das ist ganz Bin okay. Ich tot. Ich bin da ja sehr flexibel, was Monster angeht. Ich hab da ja ein bisschen was in der Hinterhand. Ja, sehr flexibel, was Monster angeht. Ich bin. Ich hab dann ja mal weit vorbereitet. Das werdet ihr dann gleich sehen. Vorbereitet während der Sendung, vor der Sendung. Klar, ich hab das schon mal angerührt. Malena. Ist schon halb fertig. Und ist. Rache! Ja, ist klar, Rache, Alter. Rache gibt's gleich von mir. Ja. Und zwar eiskalte. Faul. Ja, oder auch nicht. Ich hab dann halt nur was anderes vorbereitet. Komm ich bis dahin? Ja. Wie viel Leben hast du noch? Tick-Tack. Du brauchst zu lange. Ich suche halt die richtige Person raus. Stell dir mal vor, das wäre wie bei Hearthstone, du hättest nur 15 Sekunden für dein Ziel. Bei Hearthstone hast du aber mehr als 15 Sekunden. Danke, du! Ja, das war nicht. Die Frist, nicht, wenn du die Frist verlierst. Und, du hast immer im Übrigen Madora, Madora trägt keine Rüstung. Also. Ja, ein bisschen. Wollt ihr das sehen, Leute? Ein hübscher Rücken kann auch erzücken, wa? Du könntest mal von Madora ein Speed zu benutzen. Sie ist doch keine Stripperin, die du einfach so vorzeigen kannst. Oh, gib mir Cola, dann kann ich strippen, Madame Prodige. Ala, ala. Das kannst du nicht bringen, arme Madora. Gleich haut sie wieder beleidigt ab. Dann können wir sie erstmal wieder zurückholen, ne? Hat er jetzt noch ein doofes Erdelementar wieder beschworen, ey. Du hast übrigens noch neben Jahan stehen. Jahan wird gerade ordentlich. Meine Freundin. Jahan wird gerade ordentlich penetriert. Lass doch mal bitte meine Freundin in Ruhe. Ich sag doch, Jahan wird gerade ordentlich penetriert. Ich kann die nicht anvisieren, das ist voll kacke. Von der Seite penetriert. Ich
kann die nicht anvisieren, weil die so scheiße in dem Busch da steht. Ach, mir egal, ich hab. Hier doch die Kamera. Doof, hier. Ich brenne lieber vor mich hin, nämlich mehr von. Das wär mal. Quitsch. Aber immer um das kümmern, weil sonst bin ich nämlich bald platt. Oh. Kümmer dich um sie. Oh. Besorg's ihr. Was? Du hast doch Armbrust. Nicht ihm. Ihr. Ich hab's doch ihr besorgt. Ich mach einen roten Umschlag und hau ihn nicht rum. So ist das brav. So ein braver Talon, hm? Krieg doch Keks. Ich frag mich aber, warum das passiert ist, dass sie die Rüstung abgelegt hat. Weil sie verkrüppelt war. Ordentlich auf die Fresse, das sollte eigentlich nicht so laufen. Ja, das Problem ist, Maduro ist fast tot. Ja, heul doch. Das sollte eigentlich nicht so laufen, ja klar sollte es nicht so laufen. Heul doch nicht. Direkt wieder am Flenden, das Kerlchen. Ja, Maduro, ja, meine liebe, nette Maduro. Alter, die ist eine Göttin, was Rückenmassagen angeht. Also nichts gegen die Frau. Ich muss verkommen wie du. Jan ist auch fast tot und der heult nicht rum. Allerdings sollte vielleicht nur einer sterben. Wir haben keine Wiederbelebungsrollen mehr. Ja genau, friere Maduro ein. Das ist die beste Idee ever. Ich habe das Eisinventar getroffen. Jetzt hütte das Elementar doch neben Maduro, die jetzt sowieso schon halbtot ist. Getan. Gib ihr ein paar Pots. Oh Gott. Wurde ja eigentlich schauen, dass ihr die Rüstung wieder anziehe. Potte jetzt oder stirbst, suchst du aus. Kann ich das noch nicht ausrüsten? Kann ich das nicht ausrüsten? Nicht genügend Aktionspunkte erfordert Stärke 11. Wieso habe ich jetzt keine Stärke mehr? Wo ist meine Stärke hin? Die hat doch den Effekt, die hat doch den Effekt gar nicht mehr. Ziemlich veralbert, ey. Okay, null. So, wie viel Tränke habe ich da noch? Nee. Du kannst dich aber mal um die Tourste bei uns kümmern, sonst sind wir nämlich gleich tot. Das habe ich dir erst auch schon gesagt, jetzt bin ich's wieder, der es machen muss. Ja, natürlich bist du es jetzt, der es machen muss, das ist eine Frau. Boah. So viel denn dazu. Ja, so viel zu mir, weil du dich nicht drum gekümmert hast. Töte sie. Also nicht sie dich, sondern du sie. Scheiße, kannst du vergessen, das können wir nochmal machen, du hast länger nicht mehr gespeichert. Okay, so lange ist das nicht her, dass gespeichert wurde. Als du die Brücke betreten naja, hast. Ja gut. Ich bin nämlich jetzt auch gleich tot. Ich folge dir in den Tod und dann ist eh vorbei. Ja. Eure Gruppe wurde besiegt. Ist eine Lüge, das ist so genau, eine Lüge. Jan steht noch, das ist eine Lüge. Jan steht noch. Das ist so eine Lüge, ey. Oh, was eine verfranzelte Franzenscheiße hier. So, jetzt muss ich dann aber wahrscheinlich gleich noch kurz ein paar Pilze einsammeln. Und dann lass mich kurz noch ein paar Tränke brauen. Oh Mann. Oh Mann. Ach, schön. Popping to life, ey. Das ist, warum ich lache.
dann lass uns doch teilhaben. Nee. So, ich komm. Nee, bitte nicht. Ist ja eklig, wenn du kommst. Aber lass mich dann wieder gerade noch ein paar Tränke brauen. Nein! Was verstehst du an Nein nicht? Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin ins Bett. Geh bitte schnell zum See, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja, ich komme ja gleich zu dir. Bleib locker. Ach, Fertigkeiten des beschworenen Wolfs. Hier gibt's immer was, siehst du? Und noch eine Truhe. Toll, mit einem Buttermesser drin. Hab ich schon immer gewünscht. Ich wollte schon immer ein goldenes Buttermesser haben, damit ich endlich meine Marmelade besser auf meinen Toast schmieren kann. Goldene Buttermesser sind auch in einer Zombie-Apokalypse die effektivste Waffe überhaupt. So, wie viel große Heiltränke hast du denn? Und Jahan? Mit Jahan habe ich gar keinen. Dann kriegt er jetzt noch 5 Stück. Das ist sehr nett von dir, danke. Hier, Jahan, nimm dir einen Schluck. Scheiße. Warte. Ich habe gerade auch so den Skill aus der Liste gezogen, sonst geht's heute. Und wir stellen uns das mal wieder auf. Yeah, wir sind Cheerleader, Aufstellung! Wupp, wupp, wupp. Definitiv. Jahanius, hier hin. Ja, lass mal Madora davor. Geh du mal hinter Madora mit Jahan. So. Ich mach noch kurz mein Level ab. Hab ich nicht. Das musste ich nämlich jetzt nochmal noch mal machen. So weit komme ich. Momentan treffe ich Herrscher. So. Und dann speichere ich mal kurz ab. Wenn du das nochmal machen musst. Ja, falls wir das nochmal machen müssen. Mussten. Mussten. Weil wir das nochmal machen mussten. 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 Ja. Tussen. Sag mal, wenn du anvisiert hast, dann mach ich auch. So, ich probiere jetzt aber dann eigentlich so gleich idealerweise mehr zu treffen. Also warte. So. Hast du anvisiert? Nee, noch nicht. Deswegen sag, wenn du soweit bist. Ich habe anvisiert. Erstmal nur anvisieren. 3, 2, 1, Feuer frei. Ey, Alter, ich dachte schon, die wollen uns gar nicht mehr den Kampf verwickeln. Jetzt war aber nicht den Typen gleich mit, den Typen oder die Typin mit erwischt. Die Typin? Gmail oder was? Keine Ahnung, vielleicht. Ich. Oh, diese Erdelementare, das ist kacke. Wenn da Gift auf dem Boden liegt, kotzt es an. Muss am besten Giftriesentrank über Dora erstmal reinwerfen. Absorption, okay. Wieder hinten rum. Komm, stell alle schön dicht beieinander, dann gleich wieder hinten. Das wäre mir das Liebste. Komm, so, komm, du schaffst es. Steckt sie hinterm Felsen, die Feige sauberweise. So. So, was mache ich denn jetzt hier? Aber ich kann, glaube ich, 3 erwischen, das könnte klappen. Okay, hau rein. Gib ihm. Sehr schön. Einer ist hingefallen, die 2 sogar. Und dann kannst du da deinen Dreifachschuss auf den Hund zum Beispiel abfeuern. Ich sag. Ja, diesen Zielsuchschuss da oder Querschläger, glaube ich, heißt das Ding. Ja, Querschläger. Nee, kann ich nicht. Das eine Ziel ist unsichtbar, aber ich kann die da treffen.
Sehr schön. So, ich gehe hier mal ein bisschen weg.